Ciao amici! Heute zeige ich euch eine wunderbare sizilianische Spezialität. Ein Hackbraten, wie ihn meine Mama gemacht hat. Polpettone. Was brauchen wir dazu? Für das Brät 250 Gramm gemischtes Hackfleisch, etwas Parmesan gerieben, Salz, Pfeffer, ein Ei, etwas Petersilie, eine gehackte, große gehackte Knoblauchzehe, etwas altbackenes Brot eingeweicht. Für die Füllung angebratene Paprika, ein hart gekochtes Ei, eine Scheibe, ich nehme bevorzuge gekochten italienischen Schinken und zwei Scheiben Provola oder Provoletta, ganz wie ihr wollt. Als Beilage nehme ich grob geschnittene Karotten und eine grob geschnittene Zwiebel. Olivenöl benötigen wir nachher zum Verfeinern. Los geht's! Ich nehme mir hier mein Hackfleisch, den Parmesan, das Ei, alles schön zusammenmischen. Petersilie, Knoblauch, mein Brot, immer schön vom Wasser befreien, da ist ja noch was drin. Spart nicht am Salz, ihr wisst, das Zeug muss schmecken und ein bisschen Pfeffer. Gut durchkneten die Masse, bis alle Komponenten schön miteinander verteilt sind. Wenn ihr merkt, dass das Brät zu weich ist, könnt ihr auch ein bisschen Paniermehl hinzufügen. So, wir haben jetzt hier eine wunderbare Masse. Perfekt. Stelle ich kurz zur Seite und nehme mir eine Auflaufform. Ein bisschen Öl. Ich nehme immer Olivenöl extra vergine. Es ist einfach das beste Öl für diese Art von Speisen. Und jetzt gut aufgepasst. Für meinen Boden nehme ich mir etwa ein Viertel der Masse raus und mache mir hier so einen flachen Fladen und lege mir das hier in die Mitte. Den Schinken dazu, das Ei, meine Paprika, und meinen Käse. Gut einwickeln. Und gerade so drauflegen. Ganz einfach. Und nun nehme ich mir das restliche Brät. Mache es mir in der Hand flach. Und lege es direkt oben drauf. Und schließe so meinen Hackbraten. Ich empfehle immer, den Hackbraten noch etwas anzudrücken, damit die überschüssige Luft herausdringen kann. So. Und das verhindert, dass der Braten platzt.
So sieht das aus. Und so muss es aussehen. Ich nehme mir hier meine Zwiebeln, meine Karotten, verteile sie mir schön außenrum. Das ist meine Beilage und die garen jetzt schön mit. Ziehe mir jetzt die Handschuhe ab und mache mir noch einen feinen Film Olivenöl, ganz fein, hier darüber. Damit ich hier mein Gemüse rösten kann. Ein bisschen Salz. Wir wollen ja nicht, dass das Ganze fad schmeckt. Und Pfeffer. Und nun habe ich mir hier eine Alufolie vorbereitet. Damit schließe ich die Auslaufform komplett zu. Wichtig ist, dass sie wirklich richtig zu ist. Und ab in den Ofen. Ober-Unterhitze 250 Grad, eine halbe Stunde. Wir sehen uns nachher in einer halben Stunde und ich zeige euch, wie das dann aussieht. Dann geht der nächste Schritt. Bis gleich. Unsere halbe Stunde ist jetzt rum. Jetzt nehmen wir die Alufolie weg. Ich hole hier meinen schönen Braten heraus. Schaut euch das an. Wunderbar. Das ist nur ein Zwischenfazit. Ich habe jetzt die Folie weggenommen, werde jetzt den Ofen auf 200 Grad runterschalten und meinen Braten wieder in den Ofen, also quasi wieder in die Röhre zurück. Und nach einer halben Stunde hoffe ich doch, ist alles fertig. Bis gleich. Unsere halbe Stunde ist rum. Ich hole den Braten aus dem Rohr. Ausschalten. Raus mit dir. Der sieht fantastisch aus. Den lassen wir jetzt 2, 3 Minuten so stehen und dann schneide ich ihn auf. Wir schneiden jetzt den Braten auf. Einmal hier. Schneide ihn jetzt in der Mitte auf, damit ihr seht, wie er aussieht. Von innen. Das ist der Vorführeffekt. Nicht schön, aber selten. Bisschen Gemüse dazu. Diese geschmorten Karotten, die sind so lecker dazu. Das glaubt ihr gar nicht. Das ist wirklich der Hammer. Dazu einen schönen Salat und fertig ist unser Hackbraten. Guten Appetit!